Tat beim Turnier? Ja, das ist auch der erste, der mir einfällt. Der hat eine eigene Wii mitgebracht, so eine eigene SD-Karte da drin. Der hat einfach die Hitboxen von Pichu so verdreifacht. Und hat ein bisschen weniger Endlag so. F-Smash hat bei 20% getötet. Hat aber irgendwie niemand gemerkt, weil keiner weiß, wie stark Pichu ist. Und Flippy. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe nur diese Dokumente gesehen von Awesome Sauce. War es ein Awesome Sauce? Ich glaube ja, unter anderem, wahrscheinlich auch woanders. Ja, oder Melee-Stats oder einen von denen. Awesome Sauce, glaube ich, How to Cheat in Competitive Melee. Ja. Vielleicht auch G-Awesome-Match, aber nicht. Big Recommend, Awesome Sauce, A-S-U-M-S-A-U-S, bester Channel. Das ist der beste easily digestible Melee-Content, auch für Anfänger. Es gibt halt richtig viele, die gut sind. Ja, aber so richtig für Anfänger, so, also, das ist wirklich unrivaled, muss ich sagen. Also Turn Down for World ist auch sick und so, aber das ist halt so richtig in-depth und so. Da also ist BM Tutorials halt, falls man lernen möchte. Ja gut, das ist auch was anderes. Nee, nicht bei uns, Quatsch. Holy shit, nee, das war vor ein paar Jahren irgendwo bei in Amerika. Und ich glaube, der hat sogar gewonnen. Bei uns hat, glaube ich, keiner gespielt. Also, und wenn, dann ist er damit weggekommen. Keiner hat gemerkt, dass ich Jigglypuff 30 Gramm schwerer gemacht habe. Ja, der war schuld. Das ist ein Jigglypuff Rest hat. Dann hab ich das zurückgestellt. Eigentlich. Ey, was? Jeder denkt, Rest ist ein Vanilla, aber ich habe eigentlich heimlich alle Copies von Mele gemoddet. Einfach, dass Rest größer ist, dass das einfach über die ganze Stage ist. Alle denken so, hey, warum hat's getroffen hat? Ja, Hitbox-Shifting, ne, was kann man sagen? Du hattest so deine Attack. Ja, du hast auch gedamaged. Dann wäre ich auf der anderen Seite der Stage. Oh. Oh. Einfach Marth Grab Range einfach kleiner machen können. Das wäre sick. Ich glaube, da hatte keiner was dagegen. Wir haben keine Maß mehr. Oh, nice. Naja, Jojo. Butter von Pikachu auf jeden Fall. Gerade gegen die Fast Follower, da können wir nichts mehr machen. Doch auch Falco hat natürlich seine Tricks. Kasetsu steht gerne im Shield rum. Auch wenn man direkt vor ihm steht, auch im Shield. Wir haben uns mein Shield einfach so angeguckt. Ich habe gewartet, dass er mich angreift. Er hat gewartet, dass ich ihn angreife. Kietra, Tralala. Ja. Bisschen Hände geschüttelt so, bisschen Hände geschüttelt. Oh! Das war insane. Dass er da nicht an die Lecht gegrabt vorher. Oh, der Schiefer. Das war ein sehr guter Freeding Mutual, ja. Shine, da kann es ja wandeln. Volker Abwehr ist besser. Gegen leichte Charaktere ist das besser, als man denkt. So. Da hat er gegen so Jigglypuff besonders natürlich. Ich stirb extra für ihn. Und Shine auch. Shine ist auch ein guter Kill-Move, wenn du einfach nichts anderes mehr killst, oder? Aber ich finde halt Jigglypuff so richtig weird. Ich finde generell so Float-Charaktere so richtig weird. Ja, die sterben einfach so richtig weird, man checkt's gar nicht. Ja, die wenn man nur gegen Festballer spielt, du bist so Fox und machst Upsmash gegen Falcon auf 100, der überlebt so, ja okay. Dann machst du aus Versehen einen gegen Jigglypuff auf Pokémon und der stirbt bei 44 so. Und du guckst so auf der Controller, so, was hab ich gerade gemacht? Ja, vor allem halt, wenn man Floaty und dann Lightweight ist, so wie Jigglypuff, ja, kann man den halt nicht comboen, aber der stirbt doch so schwer. Aber der kriegt mehr Hits. Dann. Leichte Charaktere kriegen mehr Hits tatsächlich. Oder? War der Falling Speed? Oder? Ich glaube Gewicht hat drin zu tun. Die sind ein paar länger von Attacken gestunt. Die fliegen natürlich weiter weg auch, deswegen ist es, aber die sind aber länger gestunt. So. Ja. Ich liebe Pikachu Jab so sehr, es ist der lustigste Move. Pika. Oh, gut in der Erde, ja. Oh, den Ledge und mit der Downer. Aber das ist ein, selber. Aber das ist ein männliches Pikachu, ne? Ja. Also laut. Ne, seit neuerdings. Ja, davor war es ja nicht so. Oh. Das heißt, wenn man diesen alten Anime anguckt, gibt es nur männliche Pikachu. Ne? Aber Pichus hatten da, glaube ich, schon, ne? Nee, Pichu. Ken Tail? Sehr klein. Oh! Aber das hat der AP machen müssen, Schein AP. Na, er wollte nochmal Schein machen. Ja, aber da kann man Geld um. Das ist 1:0 für K17. Das kennt man aber besser von Mixer. Das kann der besser. Den Winkel muss er treffen können. Er hat zweimal Winkel verkackt, du musst dafür zweimal den Stocks abgeben. Das war natürlich bitter. Warte, nicht K17, sondern K17. K7? Ja, K7. Oder ist das? KI7 oder eine 1? Es ist die siebte KI. Es ist eine I. Vom Letter her. Ich weiß nicht, vielleicht will er ja, dass man es jetzt 1 liest. Ich kann auch 3RD nennen, aber das ist nicht der Intent. 3RD. 3RD? 3RD? 3D? 3D-Chess spiele ich. Oh.
Ja. Da guckt der Ultraman weiter und sich zum Shield einfach angeguckt und nichts macht. Oh, nice. Ah, der erste, komm mal sieben. Was soll der AR-Tag? Naja, eine KI und eine Augmented Reality. Eine KI für die Augmented Reality. Keine Ahnung. Bei mir hieß der Beam. Deswegen wundert mich das jetzt. AR. Ich hoffe, das ist ein Rookie, weil der ist Transphobe und der gehört. Verband. Stopp. Transphobia ist uncool jetzt. Oh, er überlebt aber. Okay. Oh, nice. Oh, schön. Oh, die Abwehr hat ihn davon abgehalten, die letzte. Aber trotzdem. Er dachte, er kriegt. Also, das ist eine richtig cheeky Abwehr, damit kann man den Gegner einfach offstage ziehen, so. Und gerade fest vorne sterben dann einfach, wenn die unaufmerksam sind. Besonders wenn die einen Aerial machen, wenn der dabei eine A gedrückt hatte und aus Versehen eine Neutral ausgemacht hätte. Boah, das ist. Falsche Hitbox. Einer der falschen. Er hätte einfach normale Neutral machen sollen, mein Fall. So von extra konditioniert, dass du da sofort und? Tot bist. Ja. Ja. Whoa! Reverse. Als ob er die Ori überlebt. X macht den Pichu Hack. Je weniger Nix wird, Survivability im letzten Game hat er, umso mehr hat er jetzt. Und dann killt er. Mit der Up, ja. Up Smash. Ja, Falco Up Smash. Reverse Ballack. Er kickt ihn runter, Junge. Er droppt die Combo, fängt die nächste an. Ja, oh, was war das? Die Down-Air, bei Pal hätte das so nicht geklappt. Die lateste Down-Air, die du gesehen hast, Alter. Bei Pal hätte das nicht geklappt. Sprich es nicht aus. Du hast deinen Sponsor Fuck NTSC verloren. Was? Du hast deinen Sponsor verloren, Fuck NTSC. Du hast immer einen Sponsor Fuck NTSC angegeben. Als wir den Change gemacht haben. Ich denke, ich auch immer noch. NTSC ist der größte Bullshit. Wir müssen einfach alle Project M spielen. Einfach alle Rivals spielen. Wieder die Pfeiländerung übernommen. Nee, da. Welcher Penner hat sich die Master Down hier ausgedacht? Das war einfach nicht Space Muss, um die Falco, ja, die Falco Down ist. Sehr behindert. Nee, das ist ja eh alles nur ein Partygame, also. Slash Brand. Gegen Schick zu spielen ist so scheiße langweilig in NTSC. Alle machen nur Chain-Grab. Muss ja. Beste. Das Gute ist halt, dass Siegspieler ein Agreement machen. Ist trotzdem langweilig. Ne, ich frag mich aber, wieso die Fox-Spieler das nicht machen dürfen. So wenig Sheets auf Slip. Da war jetzt schon mal ein DSC der Verfahren. Vor allem, wenn das deutlich wäre. Du hattest ja Berlin so viele Sheets da. Ich glaube, so bei mir. Nur? Ja, nicht. Oh. Komm, Taylor, du kriegst ihn nicht. Okay. Dann kommt jetzt wieder. Ich hab gerade im Gruppencheck geschrieben, wo dumm du dort bist. Dreamland ist die nervigste Map. Alle überleben ewig lang. Das weiß ich zu gut. Oh! Oh, jawohl. Meine Kanne raus ist die eine. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Darmfleisch, Darmfleisch! Oh. Ist das Peach? Nee, ist das Peach? Oh. Bei Peach wäre er sofort tot. Oh mein Gott! What? Oh! Er kommt so gut an den letzten und macht dann Schippe. Dennis? Oh, und die Becker tötet gerade. Okay, can I report a ladder match? Oh, sorry? Can I report a ladder? Yeah, you can. Wollen Plätze tauschen? My Pichu will fuck up. Your Pichu? Let's go.
Hey, no, we got a P2 in better. Okay, what? Someone asked for a P2 in the chat. What? What? Oh! My P2 is so good. Oh. Ein, zwei, Hafer. Stell dir vor, Pikachu ist die Ukraine und Falco ist Russland. Und. Oh! Das sieht erstmal schlecht wie Pikachu aus, aber das aber ist einfach. Kann doch kommen. Also dafür, dass er viel kleiner ist und eigentlich theoretisch schwächer sein sollte, weil das der Titel war dort ist, wehrt er sich ziemlich gut. Es steht bisher unentschieden. Falco hat nicht diesen Blitzkrieg bekommen, den er erwartet hat. Und Falco hat langsam keine Ressourcen mehr. Und die anderen Charaktere. Okay, weiß ich nicht. Ja, Falco möchte alle Pokémon ausradieren. Außerdem, Falco hat SPD gewählt, ist ein großer Unterstützer von Franziska Giffey. Und von Olaf Scholz, der noch nichts gemacht hat. Der noch nicht für E-Sport als. Oh! Ich bin getroffen sogar! Let's go! Clip! Clip? Naja, Clip, Alter. Der beste Button, den wir haben. Wir müssen den Button nutzen. Wir haben da investiert, wir müssen ihn benutzen. Der hat einmal die richtige Hitbox getroffen. Ja! Davor auf Yoshi's 3 mit seiner nicht falsch. War ein bisschen lucky. Und wir sind auf FOD, Krankomat, schreibt der Parse. Ich möchte auswählen, diese Mannschaft für die Beziehung zwischen dem Lila-System und der Kante regieren. Woher kennst du das Lila? What the fuck? Achso, ich wette, du hast gerade gegoogelt, wo Falco herkommt, der Hund, Alter. Als ob er Star Fox kennt. Oh, schöner Kill. Der Detektiv on deinem Case. Ja, Mann, der Reporter. Und die kämpfen im Kirby's Land. Oh, Matching, jedes Match ist ein gutes Match in jedem. Komm mal rum, ist free erstmal. Jeder darf commentaten. Oh, okay, my bad. Das war gar nicht bei den Gamecube-Spielen, aber die mir geschenkt. Sogar Leute, die nicht spielen. Was? Sogar Leute, die das nicht spielen, grüßt an Heide. Obwohl Heide spielt ja jetzt. Nee, im Heide ist nicht hier, glaube ich. Wir können schon ein Game holen. Alter, ich hab sie nicht spielen sehen. Gegen mich kann sie bestimmt schon ein Game holen. Das kann ja alles. Das kann jeder. Grüß, let's go. Hey! Oh, wie hat der Apfel den getroffen? Guckt er, wie hoch die Plattform ist. Oh, der Schild schrumpft und schrumpft. Jetzt muss ich gerade schon in die Defense gehen. Doch, Heide spielt. Ne? Oh, der ist mich. Ja, der Spiel auf jeden Fall. Oh, der Spiel Drop hat er. Das hätte böse werden können. Das klingt wie Ausreden für mich heute, ja. Da hat Böhle ganz recht. Keine Schwitzkarte. Nein, der Spiel würde mir so. Oh mein Gott. Oh, Dario ist activated. Ukraine ist activated. Oh! Ah, der ist weggegangen. Einfach ihr Slip Smash EG Tag. Beide Schwitzker. Bitte. Oh! Die Rossi verschenkt ein Abo an Fluent Coding. Danke für den Sub. In Berlin, Alter. Was willst du trinken, ein Sub? Berlin bleibt hart. Let's go. Danke, die Rossi. Das ist nicht sein erster Gift, der Sub, kann das sein? Nee. Das ist ja immer. Zwei schon. Komm mal wieder zum Weekly. Oh! Hast du dir einen Corona-Schein? Oh! Er sagt, ich... Oh! Down Smash! Let's go! True Combo! Das war die Abwehr, die er brauchte! Pikachu, Abwehr ist krass! Clean! Tschüss!